Liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Heute wird geupcycelt oder heute werden wir Upcycling durchführen, wie auch immer. Ich habe beim Aufräumen, Ausmisten zu Hause, habe ich meinen alten Bürostuhl teilweise entsorgt. Das, was übrig geblieben ist, ist hier dieser Fuß. Mechanik, die Rollen funktionieren alle einwandfrei. Als Sitzfläche habe ich mir dieses schöne Stück Eiche rausgesucht aus meinem Holzlager. Oder besser gesagt Restekiste. Erstmal Stichsäge auspacken, drumherum aussägen und dann ja, Schritt für Schritt weitermachen. Wir machen einfach 400 und dann gucken wir mal, was daraus wird. Machen wir hier so 200 in die Mitte. Ganz einfache Bandschleifervorrichtung. Dann haben wir schon mal die Oberfläche angerissen und beim Fräsen können wir damit vielleicht das Ausreißen verhindern. So ein Silikonpinsel, das ist echt cool. Ich habe das immer bei den Amis gesehen. Und jemand hat es mir aus der Amazon-Wunschliste zugeschickt. Da war leider kein Name bei. Und ja, da möchte ich erstmal Danke sagen. Dieser Hammer, sehr zu empfehlen. Habe ich ein Video darüber gemacht. Könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Das sitzt. Da legen wir uns hier das Stück dazwischen, ziehen das hier von oben leicht an. So nach circa 20 Minuten werde ich das Ganze jetzt mal lösen. Trocknet eigentlich ziemlich schnell der Leim. Ja.
ist an den Enden auch schön dicht. So, wie kriegen wir jetzt das überschüssige Material hier runter? Da gibt es einen Trick. Da kann man nämlich hier mit dem Fräser arbeiten. Da kann man nämlich hier beispielsweise so eine Leiste, also eine Erhöhung, damit wir nicht in das Material eindringen, sondern eine Erhöhung haben und das Ganze so führen können. So, Schraube Nummer 1, setzen die hier jetzt rein. So, ich habe jetzt spontan entschieden, die Oberfläche nicht glatt zu lassen, sondern dass sie geriffelt ist, beziehungsweise so eine Kerbe drin ist. Dafür habe ich jetzt hier so einen runden Fräser genommen. Der ist kugelförmig. Und so fahre ich jetzt einmal hier rein. Den Fuß, das Gestell. So, als nächstes nehmen wir uns mal hier den Fuß, nimm die Rollen ab. Na komm raus. Die kann man ja auch noch ein bisschen sauber machen, beziehungsweise etwas gängig machen, einschmieren. So, jetzt haben wir hier noch so eine Verkleidung. Schraube ab. Kunststoffteile. Ab. Die Oberfläche von dem Ganzen mal leicht anschleifen. So.
Dann nehmen wir uns hier ein bisschen Fett. So. Ich würde fast behaupten, dass es einer meiner schönsten Upcycling-Projekte geworden ist. Besonders die Oberfläche, die gefällt mir wirklich sehr gut. Das Geriffelte, da hat man so ein bisschen mehr Grip am Hintern. Und auch der eingelassene Holzstreifen, der dunkle Streifen, passt auch zur Oberfläche wunderbar. So ein Eyecatcher quasi. Der lackierte Fuß, das Ganze, das gesamte Objekt sieht eigentlich meiner Meinung nach sehr hübsch aus. Jetzt ist natürlich eure Meinung gefragt, würdet ihr das auch machen oder würdet ihr zu der Holzplatte oder für diese Sitzfläche komplett alles irgendwie neu machen, also einen neuen Fuß bauen, oder würdet ihr das wirklich auch so bauen, wie ich es gemacht habe? Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, adios, bye bye, tschüss, güle güle.